Wie schaut das jetzt hier in der Vorhandzucht im März aus? Das möchte ich euch heute zeigen. Also einiges wächst ziemlich gut voran. Die ersten Pikierungen habe ich vorgenommen und natürlich neue Vorhaussorten. Und da möchte ich vielleicht euch nochmal so nebenbei ein paar Tipps und Tricks wieder mitgeben, wie ihr erfolgreich eure Vorhandzucht der Jungpflanzen meistern könnt. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, schauen wir uns erstmal so ein bisschen die Paprikas und Chilis an. Also hier sind schon mal ein paar größere Exemplare, die ich schon mal vorher pikiert habe. Also jetzt zum Beispiel die ganz außen, das ist die Purple Tiger Chili. Kann man jetzt daran erkennen, dass die halt ein bisschen lilafarbener ist. Und das sind jetzt ein paar Chilis. Das da hinten ist zum Beispiel eine Aubergine. Und hier vorne kann man jetzt schon sehen, dass die Tomaten aufgegangen sind. Also die habe ich in der Wohnung aufkeimen lassen, weil hier im Gewächshaus ist es in der Nacht knapp 15 Grad. Also wir tun es mit dem Lüfter heizen hier. Und da sind die Tomaten nicht so gut rausgegangen. Deswegen haben wir sie ins Wohnzimmer gestellt. Und da sind jetzt sehr viele Tomaten, aber beziehungsweise alle Tomatensorten rausgekommen. Und in jedem Topf sind spezielle Sorten in jedem Topf, also immer eine unterschiedliche, und die werden dann auch nach der Zeit dann pikiert, wenn sie dann ihre zweites Keimblättchenpaar entwickeln. Dann hier auch wieder ganz schön viele Tomaten. Und hier vorne immer noch der Salat, den es hier ziemlich gut geht. Hier unten sind jetzt auch noch weitere Chilis. Wie gesagt, das sind jetzt alles hier Purple Tiger. Und hier vorne, das ist der rote Augsburger. Hatte man jetzt nicht ganz so gut sehen. Hier der rote Augsburger. Und hier vorne habe ich dann gestern den ganzen Kasten hier auch weiter pikiert. Und das ist immer noch unverändert. Hier habe ich auch die meisten Chilis waren in solchen kleinen Töpfchen. Da habe ich sie dann rausgenommen und in so größere Töpfe reingesetzt. Einfach aus dem Grund, dass sie dann weiter ihre Wurzeln bilden können. Bisschen tiefer wurzeln. Und so wird auch zum Beispiel die Vergeilung der Pflanzen verändert. Das heißt, dass sie in die Höhe wachsen und keine guten Wurzeln bilden. Da haben sie so ein bisschen mehr Platz. Und das ist auch hier so im Gewächshaus. Ist es jetzt gerade sehr warm? Weiß ich gar nicht. Ist gerade 37 Grad, und das ist halt auch nur so lange der Fall, bis die Sonne hier reinscheint. Das ist aber auch nicht schlimm. Wenn es warm ist und die entsprechenden Lichtverhältnisse da sind, dann tut es den Pflanzen gut. Wie gesagt, in der Nacht, dann wird es ungefähr 15 Grad, dann werden die auch robuster, bilden gute Wurzeln aus und werden dann kompakte und starke Pflanzen. Hier kann man jetzt auch schon ein bisschen den Kohl sehen. Das ist jetzt hier ein Spitzkohl. Die bekommen auch schon ihre zweiten Keimblätterpaare. Hier, das ist jetzt ein Rotkohl dahinter. Und hier der Grünkohl. Hier unten, wie immer noch, habe ich neue Aussaaten getätigt. Das ist jetzt hier alles Salatsorten. Kann man jetzt gut im März vorziehen. Die verschiedenen Sommersalate. Hier habe ich jetzt auch den ersten Wirsing an der Reihe gesetzt. Da kommen auch schon die ersten Keimlinge. Und hier auch Salat, wo man die ersten Sprösslinge sehen kann. Hier unten muss ich dann auch bald wieder ein bisschen gießen und feucht halten. Das ist jetzt Stangensellerie. Also beim Stangensellerie ist es halt so, dass da man am besten ganz wenig Erde auf den Samen legt, weil so keimen sie am besten. Die sind halt recht empfindlich bei sowas, also die sind halt Lichtkeimer, und die
da ist es am besten, wenn sie ganz wenig bedeckt sind. Und hier hinten ist jetzt auch ganz hinten, das ist Knollenfenchel und auch nochmal ein bisschen Stangensellerie in den anderen zwei Bechern. Und hier hinten auch nochmal ein bisschen Salat. Und sonst auch hier wieder die ganzen Tomaten, die rausgekommen sind und vor sich hin wachsen. Und hier auch die kleinen Chili-Pflanzen, was ich auch hier sehen kann. Ein bisschen ja, anderes Kraut, was mit dem Kompost war. Aber da ist jetzt zum Beispiel Klee. Und den lasse ich jetzt einfach mal drin, weil Klee ziemlich gut ist fürs Wachstum von anderen Pflanzen, weil es sind ja Leguminosen und die holen halt Stickstoff von der Luft und bringen ihn über ihre Knollenwurzeln wieder rein in den Boden. Das fördert natürlich auch das Wachstum von anderen Pflanzen, also zum Beispiel Mischkulturen mit Bohnen, Tomaten und Kartoffeln ist sehr zu empfehlen. Da wachsen sie sehr gut, die Kartoffeln oder die Tomaten sehr stark. Und das möchte ich jetzt einfach so ein bisschen beibehalten. Also die sind jetzt ein bisschen später rausgekommen. Die hab ich rausgesehen. Also die Chilis da hinten, die hat mein Vater bereits im Januar ausgesät. Die habe ich dann im Februar ausgesät. Deswegen sind sie noch ein bisschen kleiner. Müssen auch immer schön gut feucht gehalten werden. Und hier auch immer noch die ganzen Tomaten. Und hier hinten haben wir den ganzen Kohl. Also auch wieder Blumenkohl, Spitzkohl, Brokkoli. Lasse ich auch noch ein bisschen wachsen, bis es dann zum Pikieren geht. Schaue ich dann, wenn ich Zeit habe. Aber die wachsen auch schon schön vor sich hin. Finde ich auch wunderbar. Also die sind jetzt am Februar ausgesät worden und entwickeln sich sehr prächtig. Und sonst habe ich hier noch ein bisschen an der Seite wie immer den Salat. Den werde ich jetzt auch jetzt im März, wenn es bei uns wird, langsam besseres Wetter, den tue ich dann auch raus auf die Felder. Und hier kann man auch schon sehen, dass die Stecklinge schon ihr erstes Grün bekommen. Also hier außen, also ganz außen haben wir eine Feige, dann eine Traube. Ich habe heute auch eine Traube an ihren Platz gesetzt draußen, aber weil die jetzt schon grün, weil grünes Blätter entwickelt, möchte ich die jetzt nicht raussetzen, weil die, ja, die Tage sind ja halt doch in der Nacht sehr kalt. Und das letzte, was ich auch noch gerne zeigen möchte, ist so ein kleiner Selbstversuch, den ich gestartet habe. Das ist jetzt eine Ingwer-Knolle aus Costa Rica und die habe ich jetzt einfach mal hier so in den Kübel reingesetzt und mal schauen, ob die bei die kommende Saison etwas tragen wird oder nicht. Ja gut, also sonst weitere Tipps von mir ist einfach, ja, sprecht mit euren Pflanzen, harmonisiert mit ihnen, gießt sie regelmäßig, dass auch die Keime, also dass die Samen auch aufkeimen und ja, sie auch ja, gute Feuchtigkeit bilden, nicht zu sehr feucht halten. Also wie gesagt, ich gieße sie von unten her, damit sie auch schöne starke Wurzeln bilden. Und ja, das ist jetzt so ein kleines Update von mir, wie es in der Voranzucht so ausschaut. Ich werde auch die kommenden Tage Melonen und Gurken vorziehen oder damit beginnen. Wie gesagt, die Melonen-Challenge ohne mich, das mache ich nicht mit. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr einen Daumen nach oben hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. So verpasst ihr keine weiteren Video von mir, der Permakultur und auch hier der Jungpflanzenanzucht und späteren Ernte. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.